im Christian Schmeier und so weiter und so fort. Kennt mich ja. Wenn mich nicht kennt, schaut mal bei liebeschiff.de vorbei. Und heute haben wir mal wieder jemand, der schon länger bei Liebeschiff dabei ist, glaube ich. Und eine Frau in den 30ern und Partner in den 20ern. Tja, und diesmal geht es so um längere Beziehungen und es hakt immer mal wieder und man hat passive Bindungsangst. Ja, was kann man da machen? Also, hallo Christian, nachdem ich gerade durch... das ist jetzt eine alte, die hatten wir schon mal. So. Hallo Christian, auch wenn ich nach meiner letzten Anfrage die Hoffnung hatte, nicht mehr deine Hilfe zu brauchen, befinde ich mich noch seit längerem schon in einem Dilemma, welches eindeutig klare Worte und Gesichtsausdrücke deinerseits bedarf. Ich bin schon mittlerweile seit knapp 5 Jahren in einer Beziehung mit der gleichen Person, die ich im letzten Video erwähnte. Das Video hieß, wie gehe ich mit meiner plötzlich entdeckten Bindungsangst in meiner neuen Beziehung um? Die Hauptprobleme waren damals meine neu entdeckte Bindungsangst und seine mangelnde Abgrenzbarkeit. Also das ist ja oft so, wenn man dann nicht mal die gleichen toxischen Leute datet, dann merkt man erst, boah, ich habe ja selber Bindungsangst. Weiß auch nochmal hin auf den Liebeschiff-Traumakurs mit kleinem T. Also das ist natürlich auch so ein bisschen eine Folge von so Schwierigkeiten in der Kindheit, sag ich mal, wenn man da nicht genug Liebe bekommen hat und so viel schiefgelaufen ist und schlimm war, dass man das einem auch schwerfällt, so Liebe anzunehmen, so, ne, wenn sie einem plötzlich, sondern man möchte halt immer wieder hinterherlaufen. Also man möchte es natürlich eigentlich nicht, aber tut es immer wieder. Breaking Good gibt es noch zum Frühbucherpreis. Hoffe, ich verlinke es hier drunter, sonst findet ihr einfach ganz easy auf Liebeschip auf der Kursseite. Wir sollten mehr Leichtigkeit reinbringen und mehr daten. Nun genau 4 Jahre später hat sich einiges getan und ich erwähne ein paar wichtige vergangene Details, damit man die momentane Problematik besser versteht. Kurz nach der letzten E-Mail lernte ich seine beste Freundin kennen. Durch Corona und Lockdown-Situation damals so verspätet. Nicht zu verwechseln mit der Freundin, die ich in dem letzten Video genannt habe. Da war es also wirklich mal eine Überinterpretation. Sagen wir es mal so, ich habe meinen Partner nicht mehr wiedererkannt. Es war, als wäre er von jetzt auf gleich ihr Partner. Und jetzt das Wichtige, es war weniger sexuell als eine Art Machtspiel ihrerseits. Man hat also auch gemerkt, dass alle anderen Freunde das so kannten und als komisch, aber normal titulierten. Aber sagen wir mal, wie es ist, er war noch zu dieser Frau irgendwie liebessüchtig wahrscheinlich so, ne? Also, ich glaube, später schreibst du auch, dass er sie ihn hat abblitzen lassen und naja. Ich war natürlich eifersüchtig ohne Ende. Nach jedem Besuch, es gab in der Summe nur etwa 7, in dem beide vor Ort waren, war er komplett zerrissen zwischen ihr und mir. Also normalerweise ist das natürlich so ein bisschen Red Flag, also wenn jemand nicht bereit ist für eine neue Beziehung, weil er noch so an jemand anders hängt, kann man halt nicht viel machen, aber jetzt, ich verstehe natürlich, die Welt ist nicht perfekt und wenn ich das richtig verstehe, war das jetzt, man könnte jetzt auch noch sagen, ja, es war so eine Übergangssituation, vielleicht hat er so ein bisschen zu schnell was Neues, aber gut, jetzt ist man da und es ist ja auch jetzt nichts, was jetzt immer weiter läuft, wenn ich das richtig verstehe. Aber gut, an sich ist das natürlich schon, wäre auch schon wieder ein Ausstiegspunkt gewesen aus der Beziehung, sagen wir mal so. Ja, ist ja auch nicht schlimm, wenn jemand nicht drüber weg ist. Man muss halt immer gucken, weil ich ja auch so ein, ihr habt ja auch so einen gewissen Altersunterschied, also er ist ja ganzen Tacken jünger, dass man nicht so aus, weiß nicht, ob die das jetzt viel bedeutet, aber dass man nicht aus Ego-Gründen so jetzt da bleibt irgendwie. Das ist halt immer super wichtig. So, jetzt bin ich ein bisschen verrutscht hier. Das konnte ich spüren. Er hat mir dann die ganze Geschichte erzählt. Im Prinzip hat sie ihn gefriendzoned und ist mit seinem besten Freund zusammengekommen, obwohl seine Gefühle durchweg noch da waren. Das hat die Gute meinem Partner weisgemacht, was eine sehr gute Freundschaft ist. Und zwar beinhaltet sie Folgendes. Dann hat die Gute meinem Partner weisgemacht, was eine sehr gute Freundschaft ist. Intime oben ohne Massage nach dem Sport, Leute. Leute, macht das nicht mit mir, bitte. Macht das nicht mit mir. Ihr könnt mir nicht wirklich oben ohne. Wahrscheinlich auch noch Brustmassagen, vermute ich mal.
Lange intensive Umarmungen, beieinander im Bett übernachten, kuscheln, Löffelchen liegen. Also da muss ich dich wirklich leider, ich kann es einfach nur sagen, wo sind deine fucking Standards? Also das wäre wirklich der Ausstieg gewesen aus der Beziehung, weil man will, also das muss ja nicht immer so ein böser Narzisst sein, es können auch Leute sein, ich glaube, das war auch so in der ersten Mail, die du mal geschrieben hast, jemand, der sehr needy ist, der sehr bedürftig ist, und aber das spielt alles keine Rolle, ne? Ihr müsst auch nicht immer überlegen, ob ich mein jetzt Narzisst ist oder böse, sondern ja, hat sich nicht im Griff, hat Sachen nicht beendet, hat einfach keine fucking Standards, weiß ich nicht, schläft noch bei irgendeiner anderen Frau im Bett rum, und ja, du willst ja die Nummer 1 sein, vor allem am Anfang. Ja, das ist schon echt zu viel, ne? Mein Partner hat auch zugegeben, ein schlechtes Gewissen seinem Freund gegenüber gehabt zu haben, aber warum denn nicht dir gegenüber? Also irgendwie schon wieder ein bisschen Probleme, das zu verstehen. Warum ist denn jetzt interessant, ob er dem besten Freund schlechtes Gewissen gegenüber hat? Ist doch viel wichtiger, ob er was mit dir ist oder nicht. Oder verstehe ich jetzt schon irgendwas nicht, sonst musst du das nochmal schreiben. Er hat gerne jeden Kontakt mit ihr mitgenommen, der seine Fantasie aufrecht gehalten hat. Also wir verstehen alle, wie sowas passieren kann, aber warum musst du unbedingt daten, ne? Ist immer die gleiche Frage. Ich weiß, das ist, wenn man diese Strengheit anwendet, die ich hier so propagiere, dann führt das meist dazu, dass man entweder die Auswahl nicht mehr so groß ist oder dass man eigentlich gleich sagt, oder dass man sagt, man bleibt Single, oder dass man sagt, ja, man bleibt Single, aber ich date ab und zu mal, aber eigentlich habe ich keinerlei Erwartungen an irgendwas Festes, weil das sind alles so Sachen, also wenn du sowas erlebst, du stellst auch immer mehr die Menschheit in Frage, du denkst, vielleicht gibt es ja noch niemanden, der irgendwie loyal ist und was weiß ich, und aber dann ist es eben so, dann, ich meine, wir reden ja immer noch vom Anfang, wir reden ja jetzt nicht von 20 Jahre Beziehung, wo es mal irgendwie nicht mehr so läuft, ne? Ich habe immer geglaubt, dass er nur noch platonisches Interesse an dir hat. Ja, also bestimmt. Also wird garantiert nicht mit ihr schlafen, wenn sie ihm die Knarre an den Kopf halten würde und schlaf jetzt mit mir, würde er sagen, nein, er schießt mich lieber. Auf gar keinen Fall werde ich mit ihr schlafen, niemals. Also Leute, wenn, ich meine, Männer sind auch ein bisschen anders, also natürlich interessiert er sich noch für sie, das ist auch irgendwie eine Lüge, ne? Ich meine, natürlich kann man sich auch in einer Beziehung mal für andere Menschen interessieren, aber nochmal, wir reden hier über irgendwie immer noch so einen Start, wenn ich das so richtig verstehe. Und man, ich habe sowas auch erlebt, ich hatte Ex an die Tür geklopft und stand da plötzlich vor der Tür und dann kriegt man raus, ah, die hatten noch was vor ein paar Wochen und dies, das, jenes, ja, ist menschlich, aber also wenn wir eigentlich nichts mit zu tun haben, ne? Ja. Ready, willing und able, ne? Also wenn jemand einfach nicht bereit ist, also so emotional bereit ist für eine neue Beziehung, kann man nichts machen, ne? Und du willst ja auch nicht mit so einer, deswegen ist es auch schwierig, wenn ein Liebessüchtiger einen Liebessüchtigen datet. Weil selbst wenn man jetzt, wenn das für dich jetzt sagt, aha, jetzt zu meinem Ex-Partner bin ich nicht, also zu meinem, sag ich schon Ex-Partner, zu meinem Partner bin ich nicht liebessüchtig, super, aber der noch liebessüchtig ist zu jemand anders, der für ihn nicht erreichbar ist, ja, ist auch nicht richtig in der Beziehung, das ist wie so ein Dreieck, ne? Also das glaube ich mal gar nicht. Und wenn er die anfänglich romantischen sexuellen Gefühle, die garantiert nicht weggegangen sind, für sie verarbeitet hat. Ich hatte das sonst durchgehend schon das erste Jahr einfach nicht genug Trennungsaggression und Kompetenz, um nur die Beziehung aufzugeben. Also wir werden es hier nicht werten, das ist alles, es ist so wie es ist. Ne? Gucken nur, wo hätten Abbiegemöglichkeiten bestanden, und letztlich ist es natürlich interessant, was du jetzt heute machst. Ne? Aber das Leben ist immer unperfekt, also von, ja, alles gut. Die Streitsituation war nach jedem Besuch waren schlimm, wie blind er ihr gehorcht. Er sie idealisiert hat und nicht die wahre, echte Beziehungsrealität mit Ecken und Kanten war. Aus meiner Sicht typischer Ausstieg aus einer Beziehung, aus einer neuen Beziehung. Hätte ich keinen Bock drauf. Also klar, das dauert immer ein bisschen, bis man das so, okay, aber naja, ich habe in dieser Zeit öfter überlegt, was Hemshi tun würde. Hemshi hätte sich aus heutiger Sicht getrennt, aber hätte ich früher auch nicht gemacht wahrscheinlich, keine Ahnung. Natürlich hätte ich mich trennen müssen. Allerdings habe ich erneut abgewogen, wie wir sonst sind und wie selten eben das passiert. Naja, also mein Konzept von Standards und Dealbreaker, die natürlich nur du definieren kannst, wenn das für dich kein Dealbreaker ist, dann ist es keiner, ne?
Aber Dealbreaker werden eben nicht, wer das nicht kennt, Modul 1, da ist auch ganz viel anderes drin, Umprogrammierungsliebeschips, werden nicht aufgewogen dadurch, dass es sonst gut ist. Dealbreaker ist Dealbreaker. Das ist so, das ist, als wenn du mit jemandem einen Vertrag abschließt und so jeder Punkt ist super. Also du machst einen Vertrag, also so, ich kaufe jetzt dein Auto und dann steht im Vertrag dieses ganze Zeugs drin, Übergabe, bla bla bla, Kauf wie gesehen. So, und Kaufpreis steht dann aber 1 Million Euro. Und das, also Dealbreaker ist wie, also kein Dealbreaker wäre dann, ja, da steht zwar 1 Million Euro, aber sonst ist der Vertrag ja in Ordnung. Also die AGBs sind verlinkt und so, weißt du. Dealbreaker ist es 1 Million Euro für einen Ford Fiesta aus 1992. Nee, ist ein Dealbreaker. Dann ist auch egal, ob da die AGBs korrekt verlinkt sind im Vertrag oder ob da, ne, das spielt dann keine Rolle mehr, ne. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber genau. So, du hast einfach recht mit dem Satz, nothing beats the fantasy. Genau. Ich habe in dieser Zeit öfter überlegt, was wir mit Hemsley tun. Einerseits muss ich sagen, hat er sehr großen Mist gebaut und mein Vertrauen zu ihm und unserer Beziehung sehr geschadet. Andererseits muss ich auch gestehen, dass ich irgendwann so empfindlich auf die ganze Thematik reagiert habe, dass er kaum noch normal mit mir drüber reden konnte. Ja, aber das ist ja auch schwierig, ne? Ich meine, wenn du ständig konkurrierst mit irgendeiner anderen Frau, also ich hätte mir von ihm gewünscht, dass er uns zu dritt zusammenbringt. Im Bett! Ein Dreier! Nein, wahrscheinlich nicht. Das hat er nicht geschafft. Ja, auch das zeigt ja, ist einfach fucking illoyal. Also ihr dürft von mir jetzt nicht erwarten, dass ich das so sugarcoate hier. Es ist einfach, ich weiß gar nicht, ich kann nur das sagen, ne? Nicht loyal, fertig, ne? Also machst ja sogar die richtigen Sachen hier, ne? Ja, lass uns zu dritt treffen, macht er nicht. Ja, hast du die Antwort, ne? Ein beliebtes Argument war auch, sie ist ihm egal, ja, offensichtlich, aber sie komplett zu verlassen würde bedeuten, seine Freundin in diesem Freundeskreis zu verlassen. Ja, ready, willing and able für eine Beziehung, ne? Also willing heißt, ich will überhaupt eine neue Beziehung haben, able heißt, wir wohnen nicht einer auf dem Mond, einer auf der Erde. Und ready heißt emotional ready und ist offensichtlich emotional. Ist ja egal, das spielt keine Rolle. Und wenn die, weiß nicht, wenn er mit ihr in einer Welpengruppe ist oder, ja, ist es eben so. Diese Gründe, das sind immer die Storys. Ja, ich kann ja nicht anders, weil, keine Ahnung, sie hat die Playstation und ich habe die Fernbedienung und deswegen müssen wir mal wieder zusammenkommen, weil sonst können wir nicht Playstation spielen. Weißt du, diese Storys spielen einfach keine Rolle. Ja, kann das nicht. Gut, alles klar, weiß ich Bescheid, ne? Ja. Ne. Du willst nicht mit einem Partner zusammen sein, der es XYZ machen muss, damit die Beziehung überhaupt läuft. Vor allem nicht am Anfang so. Ne? Freundschaften haben für ihn damals einen übertrieben großen Wert gehabt. Es ist alles okay, dann ist er eben nicht ready. Fertig. Das muss man gar nicht diskutieren. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Guten Weg, gute Reise. Ne? Long story short, das Ganze ging etwa bis Dezember 22, dann wollte ich ihn nicht mehr und habe ihm gesagt, er muss jetzt endgültig handeln. Okay, jetzt hast du es kommuniziert, sehr gut. Oder ich bin weg. Und oh Wunder, seit dem Kontaktabbruch ging es ihm wesentlich besser. Ja, das ist jetzt eine Wendung, die haben wir sonst nicht. Also du hast jetzt diesen Dealbreaker, ist ja auch richtig so kommuniziert. Und er hat, also eigentlich hast du jetzt das gemacht, was ich vorgeschlagen habe. Du hast ja jetzt bist nicht sofort gegangen und hast gesagt, so, wenn du was machst, dann kann ich nicht gehen. Und du hast jetzt durchgesetzt. Die Frage ist dann immer trotzdem, aber es ist ganz schön, mal so eine E-Mail über so einen langen Zeitraum zu haben hier. Denk dann trotzdem ständig an sie und du hast dich jetzt nur so irgendwie durchgesetzt. Aber im Grunde genommen sieht man hier die Kraft von Dealbreakern. Man sagt ja, das ist ja keine Erpressung, sondern man sagt so, wenn das so weitergeht, dann gehe ich einfach. Und er hat sich jetzt entschieden, nee, dann lieber nicht. Also insofern, hast dich gut durchgesetzt. Ne? Allerdings hat er sehr viel Druck im Nachhinein von 2 bis 3 Freunden bekommen, da er auch eine gemeinsame Gruppe verlassen hat, um wirklich 0 Kontakt herzustellen. Gut. Das hat ja schon mal funktioniert. Diese Thematik haben wir in einer Paartherapie erst vor kurzem auf,
gearbeitet. Das ist nun erledigt. Okay, jetzt sind wir wieder auf Null. Also klar, man hätte jetzt gehen können, hat sich dagegen entschieden. Du hast auch nicht die schlechte Situation akzeptiert. Also alles gut jetzt wieder. Jetzt sind wir wieder auf Null, ne? Trotzdem ist das natürlich passiert, ne? Aber gut. Uns ging es mal wieder länger richtig gut. Ich war nun wesentlich entspannter und glücklicher. Und dann hat er aber plötzlich angefangen, mich im sehr betrunkenen Zustand als Blitzableiter zu missbrauchen. Und anzuschreien. Sobald er einen gewissen Pegel hatte, konnte ich verbalen auf Eierschalen laufen, dann ist es trotzdem eskaliert. Ja, wir wissen ja, ist ja auch in meinem neuen Paarbuch, habe ich das auch nochmal thematisiert, unter Alkohol streiten. Das kann, das ist wie eine Bombe legen, das kannst du aber vergessen, ne? Nüchtern hat er sich dann auch schlecht gefühlt und sich jedes Mal entschuldigt und geschämt. Er hat nur viele Dinge kaputt gemacht und sehr viel Wut in sich getragen. Wir sind nur mehrmals durchgegangen, ob es Wut auf mich speziell ist oder generelle Wut. Er hat es beschworen, dass es nichts mit mir zu tun hat, weiß aber nicht, wer sie kommt. Beim letzten Mal, bei dem er mir in der Öffentlichkeit eine sehr schlimme Beschimpfung an den Kopf geworfen hat und dann eine Bierflasche gegen die Wand zerbrochen hatte, ja, muss man sich natürlich schon fragen, ob er da nicht ein bisschen ein Alkoholproblem hat, ne? Weiß ich nicht, Hans und du wissen oder er, habe ich mich dazu entschlossen, am nächsten Tag eine Grenze zu ziehen. Ja, okay, scheinbar wieder durchgesetzt. Er hat erkannt, dass er Hilfe braucht. Ich habe ihm meine letzte Chance gegeben. Er hat nun selber eine Therapie seit einem Jahr. Es läuft gut. Ich finde, ich habe eine tolle Beziehung. Ich liebe ihn. Wir teilen viel. Wir kommen sehr gut klar. Wir haben einen schönen Bettsport, reden offen über alles. Wollen nächstes Jahr zusammenziehen. Okay, gut. Wieder angesprochen, durchgesetzt. Okay. Dennoch habe ich Veränderungen an mir festgestellt, die mir Angst machen. Zum Beispiel halte ich mir die Ausfahrt sehr prominent offen. Ja, jetzt hast du die Probleme abgearbeitet hier. Kommt wahrscheinlich wieder deine Bindungsangst ins Spiel. Ich fantasiere über Männer aus meinem Umfeld. Na, also ein bisschen spiegelt ihr euch ja auch, ne? Jetzt hat er mit seinem Fantasieren aufgehört. Vielleicht fängst du jetzt wieder damit an, die eindeutig toxisch ungesund für mich wären. Ich merke, wie ich Streitsituationen wegen der Alkoholthematik provoziere. Ich zwinge mich regelrecht, pissed zu sein. Dabei rede ich mir ein, dass wir nur endlich komplett glücklich werden, wenn alle Themen voll bearbeitet sind. Ja, aber das wird es nie geben, ne? Ja, so sind wir Menschen nicht, ne? Ich merke, wie es ihm auf den Sack geht, aber in manchen Momenten, ja, jetzt fängst du wieder an, irgendwie Probleme zu verursachen, ne? Scheint es immer so ein bisschen hin und her zu gehen. Aber manchen Problemen von meiner Angst hier gesteuert. Wir haben schon echt viel erlebt und ist immer noch schön. Ich frage mich, wieso kann ich es nicht mal gut sein lassen und diese tolle Beziehung auch genießen? Naja, sie ist ja nicht immer toll, ne? Sind diese Symptome jetzt eindeutig Bindungsangst, als es richtig ernst wird? Ja, würde ich schon sagen, ja. Ich möchte mich eigentlich nicht trennen. Diese Gedanken machen mich fertig. Oder rede ich es mir ein, diese zwei großen Themen haben uns stark belastet und es ist wirklich vorbei. Ja, also je mehr wir so Richtung, wie soll ich mal sagen, auch normale Beziehungen haben ja Hochs und Tiefs, also je mehr es jetzt nicht mehr so rein toxisch ist, umso, das sage ich immer wieder, umso weniger kann man so klar schwarz und weiß sagen, so, ne? Also, ich meine, das waren natürlich schon zwei echt dicke Sachen, muss ich schon sagen. Andererseits, ja, das ist, so fühlt sich schon typisch Bindungsangst an, dass man über ungesunde Menschen fantasiert und vielleicht konntest du besser die Beziehung tragen als er. So, das war vielleicht auch noch so ein bisschen so dieses toxische, also nicht, dass eure Beziehung jetzt toxisch ist, aber diese toxischen Anteile, die du kennst, so, ah, er verhält sich jetzt, schmeißt die Bierflasche an die Wand, kenne ich, muss ich keine Bindungsangst kriegen, so. Und jetzt sagt er, nee, ja, jetzt bin ich hier, weiß ich nicht, ob es so ist, nüchtern und fantasiere nicht mehr über andere Frauen. Und jetzt fängst du wieder an. Die Frage, die hatte ich aber, glaube ich, auch schon in deiner ersten Mail, ist, ob er nicht ein bisschen zu needy ist. Also lässt er dir Raum oder ist er so sehr needy und hängt ständig an dir dran? Das, weil ähnlich wie Verlustangst hängt auch Bindungsangst viel vom Partner ab. Ne? Das muss man schon echt sagen. Also es bist nicht nur du so. Ne? Das solltet ihr vielleicht mal thematisieren. Irgendwie habe ich noch im Kopf, dass ich mich belügen würde, wenn ich einfach weiter an dieser Beziehung bleibe, da sie ja mal richtig schlimm war. Aber sie ist jetzt nicht mehr und findet es eigentlich schön. Also letzten Endes ist es wirklich schwer zu raten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Also ich stelle fest und ich glaubt ihr das auch, dass die Beziehung eigentlich jetzt okay ist. So, ne?
Und klar, man kann so Sachen verarbeiten, aber ein bisschen was bleibt natürlich auch immer hängen. Also man müsste es jetzt mal vielleicht mal gucken, was ist denn jetzt noch offen? Gibt es doch noch immer Alkoholthematik? Ist er vielleicht zu needy, ne? Das würde ich erstmal so aus dem Weg räumen. Also da haben wir ja die Kurse 4 und 9 vor allen Dingen. Bindungsangst und Co-Abhängigkeit und passive Bindungsangst. Könnte es auch mal, obwohl ich weiß nicht so sicher, ob das was für dich wäre, aber Modul 6, so für krasse Bindungsangst, sage ich mal, ein bisschen minuspolige Bindungsangst, könntest du natürlich nochmal reingucken und das für dich nochmal durcharbeiten. Ja, aber eins muss man natürlich ganz klar sagen, also ich meine, musst dich jetzt auch nicht quälen, also wenn du jetzt, also das sind schon typische Bindungsangstsymptome, dieses Fantasieren über toxische Männer in der Umgebung so, ne? Und vielleicht habt ihr auch, könnt ihr auch so eine Ebene finden von, wir sind da so verzeihend, weil du kennst es von ihm ja auch, dass er Fantasien hat über einen anderen Menschen und vielleicht kannst du das auch öffnen, das Thema, und kannst mit ihm drüber reden und ihr kommt über dieses drüber reden zusammen weiter. Ich würde das, glaube ich, schon so ein bisschen thematisieren irgendwie. Da fühlt er sich vielleicht auch nicht immer so als der Schlechte in der Beziehung so. Und natürlich darf gewürdigt werden, dass die Beziehung eigentlich gut läuft und dass sie auch nicht auf allen Ebenen läuft. Also deswegen kann ich total verstehen, dass du das nicht vorschnell wegwerfen möchtest, so, ne? Aber bevor ihr zusammenzieht, würde ich solche Fragen wie Nähe, Distanz, hast du genug Raum? Macht er genug sein eigenes Leben? Ist er, kommt jetzt irgendwann eine neue Sache noch nach Bierflasche an die Wand schmeißen? Ist dieses Alkoholthema durch? Also ich würde das jetzt nicht so alles abtun als Bindungsangst, sondern vielleicht sind da ja auch irgendwo berechtigte Zweifel versteckt. Also das macht natürlich keinen Sinn, dann über toxische Menschen zu fantasieren, aber sowas machen wir dann halt. Und du musst so diese Fantasien ja so ein bisschen wie so ein Schluck aus der Pulle, sag ich mal, das ist ja die Liebessucht, und zu gucken, wovon willst du dich ablenken, ne? Was ist vielleicht schwierig, was stimmt vielleicht auch jetzt noch nicht, ne? Also ich würde da vor allen Dingen auf Nähe-Distanz-Themen gucken. Und aber ist eine, und vielleicht auch gucken, so vielleicht auch mal die Frage stellen, seid ihr so als Paar stabil genug, weil man sagt ja immer, einer sollte möglichst ein bisschen stabiler sein und zwei, die ein bisschen instabil sind, ja, auch mal ein bisschen schwierig. Also was man natürlich nicht will, also natürlich muss man an einer guten Beziehung arbeiten, also man will jetzt nicht zwingen, dass es, weiß ich nicht, dass es einfach nur harte Arbeit ist und du schleppst dich da durch und du quälst dich und du sagst, na, ich muss jetzt aber mit ihm zusammenbleiben, weil das ist so richtig toxisch ist es ja eigentlich nicht. Das wollen wir natürlich auch nicht, ne? Ja, also ich kann jetzt nur so ein paar Leitlinien geben. Sorry, dass ich jetzt nicht so eine definitive Antworten gibt es ja sowieso nicht. Müsst ihr sowieso mal machen, was ihr für richtig haltet. Aber ich würde es ernst nehmen. Ich würde auch das Thema Bindungsangst ernst nehmen, aber ich würde aber auch nicht sofort jetzt alles abtun als ja, jetzt bin nur ich das Problem, und sondern wirklich, ja, mal, weiß ich nicht, meditieren, dir Zeit nehmen, was gibt's da irgendwie eine Basis, was mir wirklich nicht gefällt, versuchen anzusprechen. Sonst wird das wahrscheinlich noch mehr auf Spannung kommen, wenn ihr zusammenzieht, so, ne? Das ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich. Aber ich meine, die beiden Sachen, die passiert sind, sind natürlich auch, muss ich auch sagen, es ist substanziell, ne? Das wäre auch eine Frage. Hat das irgendwas kaputt gemacht in dir? Was seht ihr? Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare, macht die Fragen Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.